15. Spieltag. Es gibt was zum Feiern. Was? Bekommen wir die Meisterschale schon heute? Nein, Schnauze, Bayern. Fürth hat gewonnen. Oh ja, so sieht's aus. Okay, jetzt sind sie also dann nur 12 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Ja, absteigen tun sie eh, aber den schönen Moment darf man ihnen doch mal gönnen. Danke, Bundesliga. Keine Ursache, Fürth. Gladbach, heute erspare ich's dir. Danke, Bundesliga. Hä? Warum? Wir haben 4-1 gewonnen gegen Gladbach. Ja, Leipzig. Euch mag hier aber niemand. Mann, ey, wir hätten die Bayern schlagen können. Ja, da war wirklich mehr drin, meint. Ja, wiss mal selber. Dafür haben wir Dortmund einen Punkt abgeknöpft. Ey, es ist noch nicht mal Weihnachten und die Saison ist schon im Eimer, Mann. Ja, Dortmund, ist so. Und Wolfsburg, jetzt endlich in Florian Kohfeldt Normalform? Jo, wir gewinnen nichts mehr dieses Jahr. Nee, glaube ich auch nicht. Will sonst noch jemand was sagen? Wir würden uns gern bei unseren Fans für die Niederlage entschuldigen. Ja, wir auch. Einfach gegen Fürth, Mann. Ja, ja, Köln und Union. Das kann passieren. Bislang lief's ja bei euch. Und wir haben ein 0-2 noch in ein 5-2 gedreht. Adler Power. Und ich bin übrigens Weltmeister. Alles klar, Max. Und was war dein Highlight an Spieltag 15? Spieltag Nummer 16. 4 Tore, 3 Punkte, Mainz 05. Super. Und wir mittendrin im Abstiegskampf. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, Hertha. Stuttgart, habt ihr die Bayern ärgern können? Naja, also, nein. Aha. Ergebnis? 0-5. Boah, Bayern, bärenstark wie immer. Das war eine absolute Serge Gnabry Masterclass. Und Dortmund? Dran geblieben an den Bayern? Ja, yep. Stabiles 3-0 gegen Fürth. Bist du jetzt böse, Bundesliga? Was? Nein, Fürth. Gegen Dortmund dürft ihr verlieren. Hallo, wir sind auf einem Champions-League-Platz. Ja, weil wir Deppen wieder eine 2-0-Führung verspielt haben. Dafür pirschen wir uns heimlich still und leise an die internationalen Plätze ran. Frankfurt, ja, da läuft's jetzt. Und bei den Wölfen? Ja, 4 Niederlagen in Serie und Freitagabend geht's zu den Bayern. Super. Das Video kommt zwar erst nach dem Spiel, aber ich glaube, wir können uns alle denken, wie das ausgeht. Ja, leider. Wichtiger Sieg für uns. Wir haben auch mal wieder gewonnen. Aha, aha. Gut, ich glaube, wir haben alles, oder? Naja, unser Spiel fehlt noch. Nee, Leipzig. Aber wir haben jetzt... Ja, ja, halt's Maul. Was war dein Highlight an Spieltag 16? Spieltags-Bitch um 20! Was? Spieltags-Bitch um 20! Was zur Hölle ist bitte Spitch? Was? Du kennst Spitch nicht? Nee, keine Ahnung. Muss ich das kennen? Das ist ja mal wieder typisch Bayern. Wie? Kennst du das, Dortmund, oder was? Klar, Spitch, der Live-Fußball-Manager. Ja, das ist sogar ein Bundesliga-Lizenzprodukt, Bayern. Nee, sorry, kenne ich wirklich nicht. Da kannst du jeden Spieltag deine Mannschaft zusammenstellen und anhand der Performance der Spieler in echt dann Punkte machen. Okay, cool. Das versuche ich dann auch mal. Ich habe sogar schon eine gute Taktik. Ach ja? Welche? Naja, keine Dortmund-Spieler nehmen. Die verlieren ja nur. Halt's Maul, Bayern. Dir werde ich's schon zeigen. Ja, bei Spitch vielleicht. Aber in echt sicher nicht. Ja, ja, ja. Und wenn du auch Fußballexperte bist, dann hol dir doch kostenlos Spitch. Und beweis es. Letzter Spieltag der Hinrunde. Spieltag 17. Ja, lecco mio. Was eine stabile Hinrunde. Freiburg goes Champions League. Geil. Wir haben schon wieder einen Punkt gemacht, Bundesliga. Echt? Ja, gegen Augsburg. Digga, Mann, wir sind jetzt auch irgendwie mitten im Abstiegskampf drin. Ja, wir auch irgendwie auf einmal. Gladbach und Wolfsburg, ihr gönnt euch das Abstiegskampferlebnis, oder was? Ja. Yeah. Und wir könnten kotzen. Gut, bei uns war's klar. Mit Kohfeldt als Trainer, was erwartet man denn? Versteh schon. Dortmund, noch Chancen auf die Meisterschaft? Herrlich. Weihnachten und schon wieder Meister. Ja, spannend wie immer. Leipzig, könnt ihr vielleicht die Bayern nochmal ärgern? Die Bayern ärgern? Digga, wir sind hinter Mainz und Köln. Oh yeah, so sieht's aus, Köln. Ja, wir sind schon stark, Mainz, muss man sagen. Und Hoffenheim, Frankfurt und Union kämpfen ja auch noch um Europa, oder? Ist so. Und wir haben die besten Karten. Ja, ja, Hoffenheim. Am Ende wird abgerechnet. Und das Ende ist eisern, Freunde. Das hat gar keinen Sinn ergeben, Union. Aber gut. Ja, egal. Platz 7. Nur das zählt. Alles klar. Und wir sehen uns dann 2022 wieder. Oh, und was war dein Highlight an Spieltag 17? Frohes neues Jahr. Spieltag 18. Erstes Spiel im neuen Jahr. Und gleich mal Bayern hops genommen. Das war aber nur, weil bei uns so viele Spieler krank waren. Ja, ich komm, Bayern. Corona. Das ist ja wohl eine faule Ausrede. Apropos Ausreden. Das kennt man normal nur von Dortmund. Schnauze, wir haben am Samstag ein 0-2 gedreht. Echt? Stark. Muss ich zugeben. Ja. Danke, Bundesliga. Ja. Yeah. Das haben wir verkackt. Jo, Bundesliga, wir haben wieder gepunktet. Nein, oder? Ja, doch. Oh, lass mich raten. 0-0? Ja, logisch, 0-0. Ehre führt. Alter, hört ihr das auch? Ja,
Was ist das? Ja, die Champions League-Hymne. Ich hör's auch. Köln, Freiburg und Hoffenheim so weit vorne. Wild, Digga. Und wir sind auch wieder im Rennen. Aha, Leipzig. Schön. Freut mich. Wirklich? Nee, das war ironisch gemeint. Oh, schade. Und Wolfsburg? Wieder verloren? Wieder verloren, Bundesliga. Cool, vielleicht wird's ja doch noch was mit dem Abstieg. Ja. Alles klar. Und, was war dein Highlight an Spieltag 18? Und checkt euch gern meinen Zweikanal ab. Ciao. 19. Spieltag. Fürth? Wieder gepunktet? Oh ja, wieder einen Punkt aus Bielefeld entführt. Ihr habt halt echt keines eurer letzten drei Spiele verloren, Mann. Yep, das gelang sonst nur Union Berlin und Bielefeld. 17. und 18. der Liga haben einfach mit die beste Form. Das ist Bundesliga. Wir haben 66 Spiele in Folge getroffen. Mal wieder ein neuer Rekord. Ja, Mann. Just Bayern Things. Just Bayern Things. Wir haben Freiburg 5-1 weggefegt. Da sagt wieder mal keiner was. Na doch, klar reden wir darüber, Dortmund. Sehr souverän. Ja, danke. Wir haben auch endlich mal wieder einen Sieg geholt. Gegen Gladbach. Was war da denn los? Naja, nach dem Sieg gegen die Bayern war wieder mal tote Hose bei uns. Wir haben unter Kofeld einen Punkt geholt. Juckt niemanden. Wir haben übrigens 3 Punkte gemacht. Stabil, meins. Stabil. Haben wir alles Wichtige jetzt? Eisern Union goes Champions League, Freunde. Was? Echt Union? Ja, also fast. Platz 5 aktuell. Oha, nice. Weiter so. Und was war dein Highlight an Spieltag 19? 20. Spieltag. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Zeit vergeht vielleicht, aber der FC Bayern ist und bleibt die Nummer 1. Ja, super. Wird auch noch die nächsten 50 Jahre so bleiben, Mann. Gut, Dortmund könnte das vielleicht ändern. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Angst gegen Hoffenheim? 3-2 besiegt. Ach, bitter. Wir waren sogar die bessere Mannschaft, Mann. Tja, so ist das im Fußball manchmal, Hoffenheim. Fürth? Na, Logo-Bundesliga. 2-1. Digga, unnormal. Ihr packt das echt noch mit dem Klassenerhalt. Ja, mal gucken. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, viel Glück dabei, Fürth. Und was geht eigentlich bei der Last-Minute-Eintracht? Wir sind mittlerweile eher die Wundertüten-Eintracht. Im positiven oder im negativen Sinn? Leider im negativen. Ha! Damit kennen wir uns aus. Ja, Wolfsburg. Und wir uns auch. Gladbach verloren? Moment mal, das heißt doch... Ganz richtig, Bundesliga. Die Eisernen auf einem Champions-League-Platz. Digga, Union? What the fuck, man? Ja, ja. Nächstes Jahr dann Union Berlin gegen Real Madrid, Brody. Die Eisernen in der Champions League. Darauf hätte ich Bock, Mann. Und was war dein Highlight an Spieltag 20? 21. Spieltag. Sieg im Topspiel. Alles wie gehabt. Aber wir waren echt gut. Stimmt's, Bayern? Ja, ja, Leipzig. Ganz toll gemacht. Und ist Dortmund dran geblieben? Junge, was denkst du denn? Wir sind Borussia Dortmund. Also nicht. Natürlich nicht. Wir haben uns von Leverkusen abschießen lassen. Gut, wir waren aber auch treffsicherer als James Bond. Piu, piu. Apropos treffsicher. Ratet mal, wer 4 Tore gemacht hat. Wolfsburg. Ne, oder? Oh doch, 4-1 Sieg gegen Fürth. Ach, was soll ich sagen? Die Niederlage ist sogar uns peinlich. Kann ich verstehen, Fürth. Dafür schnuppert Köln in der Champions League, habe ich gehört. Psst, Bundesliga, verschreiß nicht. Oh, sorry, natürlich. Wir steigen fast ab und Köln spielt oben mit. Was eine Hammer-Saison. Und Max Eberl ist auch weg. Ja, ich weiß. Aber danke nochmal fürs dran erinnern. Und Zakaria. Ja, wie gesagt, danke. Ich mein ja nur. Und... sonst noch was? Ja, wir haben jetzt ernsthafte Abstiegssorgen. Stuttgart, ja. Eieiei. Oh, mal gucken, ne? Ist halt bitter. Augsburg, Bielefeld, Hertha, die haben alle gepunktet. Ja, das wird ein langer Weg. Naja, wenigstens ist der Abstiegskampf spannend. Und was war dein Highlight an Spieltag 21? So, das war das Ende vom Video, oder? Ja, das ist richtig. Gut, was ist jetzt noch zu tun? Ah, ganz einfach. Den Zweikanal auschecken, ein Like da lassen und natürlich einen wunderschönen Tag haben. Ciao, Freunde.